Hallo und herzlich willkommen hier auf Tales and More. Heute machen wir eine coole Challenge, denn ich habe schon lange keine Challenge mehr gemacht. Eigentlich habe ich noch keine Challenge hier gemacht. Aber heute machen wir die Blindfolded Book Challenge, also die Bücher-Challenge mit verbundenen Augen. Das heißt, ich habe meine Mama hier, die mir Bücher reichen wird und ich dann eben erraten muss, welche es sind. Ich habe es so gemacht, ich habe ihr eine kleine Auswahl an Büchern zusammengestellt, aber sie hat sich auch selber noch ein paar geholt. Also das heißt, ich werde es nicht erkennen, welche Bücher es sind, es sei denn, ich erkenne es, es sei denn, ich erinnere mich daran. Wir versuchen es einfach mal. Ich finde es bei Büchern ja eigentlich recht schwer. Ich habe die Challenge auch selber noch nie gemacht, nur irgendwie gesehen. Und kommt ja natürlich immer darauf an, wie gut man die Bücher kennt, aber manche sind natürlich auch so ein bisschen sehr ähnlich. Zum Beispiel Taschenbücher haben ja vielleicht meistens auch dieselbe Form und fühlen sich auch gleich an, und vor allem auch wenn es dann Fortsetzungen sind, dann ist es einfach sehr, sehr ähnlich. Ich würde aber trotzdem sagen, wir labern gar nicht lange rum. Ich habe hier meine Schlafmaske, mit der ich dann eben meine Augen verbinden werde, und dann bin ich mal gespannt, wie gut ich mich schlagen werde. Ihr könnt es ja gerne auch mal zu Hause selbst ausprobieren und dann in die Kommentare schreiben, wie gut ihr denn so euch geschlagen habt und wie viele ihr denn davon erraten hättet. Also, ich bin bereit. Jetzt. Oh, ja. Okay, first book. Okay, es ist ein Hardcover. Darf man da Fragen stellen? Es riecht gelesen. Ich glaube, ich weiß es. Es ist von Esther Mascame. Es ist dieses mit dem Roten, mit der Hand. Ist es das? Während du... Es ist rot, da du es aber umgedreht hast. Ist es so? Ja, wie heißt der Titel? Während du vom Leben träumtest? Ja, während ich vom Leben träumte. Während ich vom Leben träumte. Sehr gut. Yeah. Aber das war cool. Ja. Sehr gutes Buch. Und das habe ich ja auch vorgestellt in einem Hype-Check. Okay, nächstes. Faceless. Okay, das ging schnell. Das hat so eine Beschichtung. Die habe ich schon, da habe ich mir schon, wegen dem musste ich es auch unbedingt kaufen, weil es so eine coole, das ist so gummiert und ich habe kein anderes so gummiertes Buch. Also es muss faceless sein, oder? Ja. Okay. Absolut. Oh. Das ist voll schwer. Ich tue so, als wäre es gerade so eine Smell My Book Challenge. Ich bezweifle, dass ich das gelesen habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also muss ich es zur Seite legen. Ich bin mal gespannt, was es war. Ich gucke es mir nachher an. Der dritte Teil von To All the Boys I've Loved Before, Always and Forever Lara Jean. Ja. Ja, das kennt man. Das Format ist gut. Das Buch auch ist super gut. Ich weiß gar nicht, wo ich es hinlegen soll. Ich sehe es nämlich nicht. Oh, das kenne ich. Das ist das mit den Herzen. Ja, ist es. Das ist. Oh, wie hieß denn das? Das heißt nicht Unser wildes Herz. Hier unten ist auf jeden Fall so ein Leseexemplar-Ding, ne? Yep. Ja. Und Herzen sind drauf. Ja. Und unsere Herzen ist auch richtig. Echt? Nur noch das dazwischen. Unsere verlorenen Herzen. Yes. Ja. Auch ein sehr, sehr tolles Buch. Habe ich euch auch schon vorgestellt. Das ist sehr, 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 sehr gut. Nächstes Einfaches Buch. Wie viel haben wir noch? History is all you left me. Ich kenne meine Lieblingsbücher. Die ich schon so oft in der Hand hatte, die kenne ich einfach. Ja. Ich finde es cool. Ich finde es eigentlich gar nicht so. Wie viel haben wir noch? Eins, das letzte jetzt. Ich glaube auch nicht so schwer. Okay, das kenne ich auch. Das ist Mr. President macht es sexy. Yay. Ja, das ist cool. Ja, nee, das ist auch, das ist so, boah, das ist so riffelig. Kennt ihr dieses Geräusch hören? Ich kann es nicht hören. Das ist so ein ganz schlimmes Geräusch. Aber manche Bücher haben so eine... Ich kann es auch wegtun, oder? Wow.
Oh, okay. Manche Bücher haben so eine spezielle Beschichtung. Und ich finde es auch lustig, manchmal, wenn ich so viel Zeit mit Büchern verbracht habe, oh, es ist richtig hell, wenn ich so viel Zeit mit Büchern verbracht habe, dann kennt man irgendwie auch das Gefühl, irgendwie habe ich das Gefühl. Also bei dem war es mir jetzt nicht so, da habe ich es jetzt nicht so erraten. Oh, was war es eigentlich? Ah, ja, das habe ich mir erst neulich, das gab es in so einem Bücherschrank. 1000 Places to See Before You Die. Finde ich voll cool, diese Bücher. Die gibt es ja auch mit der ganzen Welt und mit Amerika und sowas. Und das ist eben von Deutschland, Schweiz und Österreich. Bin ich ganz, fand ich ganz cool, aber ja. Ja. Also eins nicht erraten. War eine ganz gute Quote. Ich würde sagen, das war es dann auch schon von dieser Challenge. Vielen, vielen Dank fürs Helfen. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Und ja, ciao.